Die BRD ist für viele von uns ein Verwaltungskonstrukt, was von den Alliierten nach dem Krieg aufgesetzt wurde. Faktisch aber ein System, was für sich seine Berechtigung hat. Wir wollen aber ein neues System kreieren. Er wirkt richtig sympathisch und charismatisch. Aber hättet ihr gedacht, dass seine Bestrebungen vom Verfassungsschutz beobachtet werden? In diesem Video zeigen wir euch, warum das so ist. Er ist Reichsbürger, auch wenn er sich nicht so nennt. Gedanklich raus aus dieser Republik, dieser Demokratie. In diesem neuen Staat wollen wir uns organisieren oder formieren mit vielen gesundheitlichen Neuerungen. Was hat das aber für einen Zweck? Das heißt, ist das keine Demokratie mehr? Sie wollen eine Monarchie oder was wollen Sie? Das ist, auf dem Papier heißt es Wahlmonarchie, aber es ist eigentlich kombiniert mit einer Räterepublik und mit einer Demokratie, klar. Also da hat jeder das Sagen. Ich war selbst da gewesen, ich habe den Peter kennengelernt, ich habe mir das alles angeschaut, habe die Treffen besucht. Okay, an der Stelle Stopp. Mal zur Einordnung. Peter ist der Ostdeutsche Peter Fitzek, selbsternannter Herrscher der Reichsbürgerfantasie Königreich Deutschland. Er leugnet die Rechtsordnung unserer Demokratie, wurde deswegen mehrfach verurteilt und inhaftiert. Es geht auch unbedingt darum, keine Steuern mehr in Deutschland zu zahlen oder besser gesagt Steuern in einem anderen Land zu zahlen. Weil ich will auf die Steuergelder, auf die einzelnen Sachen, für die es in Deutschland verwendet, jetzt wie NATO-Einsätze, Subventionierung der Fleisch- und Milchwirtschaft nicht in länger eingehen. Aber wir sagen mal so, viele wissen, dass die Steuern nicht immer bei den richtigen Menschen oder landen oder für die richtigen Dinge ausgegeben werden. Oh wow, große Themen, viele Unterstellungen. David Ekwe Ebobisse, 37 Jahre, geboren in Frankfurt, Impfgegner, Ernährungsberater, Reichsbürger. Warum musste es das Königreich sein? Das Königreich ist ja sehr, sag ich mal, sehr radikal und hat was komplett Neues neben dem BRD-Konstrukt gebildet. Wenn ich jetzt in Frankreich bin zum Beispiel oder mein Unternehmen in Dubai aufmache oder in Holland, dann zahle ich um die Ecke wieder auch bei den großen Zentralbanken mein Geld. Es geht nicht darum, jetzt hier irgendjemanden zu verteufeln oder zu verfluchen, sondern es geht darum zu erkennen, was unterstütze ich da für ein System. Und uns ist, genau. Da sind Sie auf der Welle der Reichsbürger, aber anders. Schön, das wird Reichsbürger genannt, aber das sind die 1871er. Das sind Leute, die das Deutsche Reich zurückhaben wollen mit den Gesetzestexten von damals. Wir wollen was ganz Neues und Peter hat eine Verfassung an den Schöpfungsgesetzen orientiert, die jeder von uns mal lesen kann und einfach mal reinschauen kann, resoniert das mit mir? Und mit mir hat das resoniert, das war sehr friedlich, passend zu meiner Mentalität, zu meinem Bewusstsein. Und deswegen fand ich es sehr praktisch und naheliegend, mich da zu engagieren. Er betreibt eine Rocosteria in Frankfurt. Gesundes Essen, vegane Ideen, viel Esoterik und ein Reichsbürgertreff. Wer seinen Laden betritt, liest das. Mit dem Betreten der Räumlichkeiten sind sie temporär Bürger des Königreichs Deutschland und damit einverstanden. So beliebt ist er nicht im Stadtteil. Viele sehen eine Gefahr. Proteste jeden Samstag. Einen Film zu diesem Protest haben wir euch hier verlinkt. Die Proteste draußen, haben die schon ein bisschen beeindruckt? Also ehrlich gesagt, mich persönlich haben die sehr kalt gelassen, auch meine Teammitglieder, weil als sie gerufen haben, Reichsbürger raus, ich bin kein Reichsbürger, ich identifiziere mich damit nicht. Wenn hier die Fenster eingeschlagen werden, ich bin grundsätzlich gegen Gewalt und ich fühle es auch nicht als persönlichen Angriff, sondern die Leute sind einfach, da liegt ein Missverständnis vor, sie sind einfach nicht gut genug informiert oder differenzieren nicht diese Reichsbürgerbewegung, weil ich bin kein klassischer Reichsbürger in dem Sinne. Ich bin sehr friedfertig den Menschen gegenüber und es gibt auch keinen Angriffspunkt, den ich hätte oder ein Argument, das man vorbringen könnte, um zu sagen, ich bin böse, außer dass mein Geschäft im KID läuft. Also Königreich Deutschland, sagt's und nimmt mittendrin kurz zur Stärkung konzentrierte Vitamine. Kein Spleen, gesunde Gewohnheit, sagt er. Sie zitieren schon mal Dinge, die als antisemitisch empfunden werden. Und da sagen die Leute, warum macht er das? Sehr gut, da habe ich einen jüdischen Autor zitiert, der den Holocaust verglichen hat mit dem, was wir den Tieren antun. Ich habe diesen Autor zitiert. Und das war's. Und damit, ich glaube nicht, dass ich Judenfeind bin. Ich bin mit Juden groß geworden. Ich liebe Juden, genauso wie ich auch Muslime oder Christen liebe. Und habe gar kein Problem mit irgendwelchen anderen Nationalitäten, Rassen oder Glaubensgemeinschaften. Im Gegenteil, ich bin da sehr, sehr offen. Rhetorisch perfekt. Aber wie passt da das Wort Rasse dahin? Mindestens ungeschickt oder doch Absicht? Wie sind Sie auf diese Art von freundlichen Abwägen gekommen? Ich meine, Sie sind hier aufgewachsen, Sie sind hier geboren, glaube ich auch. Ja? Genau, ja. Aber die Familie aus Kamerun, so wie meine Familie aus Sizilien, aus Italien stammt. Aber
Wie kommt man auf diese Ideen? Genau. Ich habe angefangen, mich politisch sehr zu interessieren und geguckt, welche Partei kann ich mich anschließen. Habe geguckt, in was für einen Sumpf stecken die Parteien, auch durch die Verbindlichkeiten, durch den Lobbyismus. Habe darüber zahlreiche Bücher selbst geschrieben, kann man auch recherchieren, heißt Weltgesundheitsformel. Und habe daran feststellen müssen, dass die Politiker in sehr viele Sachen verstrickt sind, die eher von großen Industrien gesteuert werden. Und diese großen Industrien werden letztendlich von großen Bankenkartellen gesteuert. Und diese Bankenkartelle haben auch die Staaten im Griff. Und wenn die Staaten in diesem Griff sind, dann subventionieren oder fördern sie ganz bestimmte Dinge, die nicht ganz in meinem Sinne sind. Ich meine nicht nur Kriege, ich meine nicht nur Subventionierung von irgendwelchen Fleischwirtschaft, sondern ich meine auch viel tiefere Themen, das bis hin zu Dutru und 22 toten Zeugen und Kindesmisshandlung und sowas geht. Und damit wollte ich mich ganz klar distanzieren, weil damit will ich wirklich nichts zu tun haben. Und ein System, was sowas trägt oder auch im Kleinen Dinge unterstützt, mit denen ich überhaupt nicht mich identifizieren kann, wollte ich bewusst ablehnen. Stopp mal bitte. Jetzt wird viel durcheinander geworfen. Bankenkartelle, Dutru, Kindesmisshandlungen. Dutru war ein belgischer Mörder und Sexualstraftäter. Alles mixen, was nicht zusammengehört. Die Logik von Verschwörungstheorien immer wieder. Wird doch schon was hängen bleiben. Und da gab es als konkrete und, sage ich mal, konsequente Lösung bis jetzt nur das Königreich, was auch schon Strukturen geschaffen hat mit einer eigenen Bank, mit einer eigenen Krankenkasse, mit einem eigenen Identitätskarte. Das heißt, ich habe eine volle Identität in einem neuen Staat, ohne auszuwandern. Ich nenne es Auswandern, ohne umzuziehen. Sind Sie antidemokratisch, autoritätshörig, rechtsradikal? Ich bin demokratisch. Ich unterliege keiner autoritären Führung oder bin auch kein Fan von sowas. Und das Dritte war... Sind Sie rechtsradikal? Ich sage einfach mal, ich bin frei, sowohl im Denken als auch im Bewusstsein und versuche mich dahin zu orientieren, was für Menschen, für Tiere und für den Planeten gut ist. Und das ist eine ganzheitliche Lebensweise, in der auch eine freie politische Gesinnung mir sehr wichtig ist, dass ich mich nicht irgendwie jemandem unterordne oder blind einem Idealen oder einer Philosophie oder einer Glaubensgemeinschaft folge, sondern einfach frei leben kann. Das ist mir sehr wichtig. Was sagen Sie einem, der sagt, na gut, Sie sind Rebell, dann machen Sie doch eine Partei auf? Schön, habe ich gedacht. Ich war in der sogenannten V-Partei, war ich schon tätig. Ja, ich habe mir jetzt die Parteienlandschaft angeschaut und keine ist mir so konkret in dem System so, dass ich sage, ich würde mich damit identifizieren können, weil ich immer noch dahinter auch die Strippen sehe, die Industrie da schon hat und die Fäden, die gesponnen sind und das Geldsystem und die verankerten systemischen Strukturen, die es einer Partei nicht ermöglichen, komplett frei zu agieren. Und da, glaube ich, ist was Neues, wie das Königreich, hat dann noch mehr Potenzial. Ich will jetzt auch nicht sagen, das Königreich ist für immer die Allheillösung für jeden, sondern ich sage, das hat ein gewisses Potenzial, was ich in der BRD nicht erkennen konnte. Man soll automatisch an etwas Harmonisches denken. Doch nur mal kurz zur Erinnerung, er vertritt und mag ein hierarchisch geprägtes Königreich. Aber Sie leben ja immer noch hier. Also es ist ja eine ideelle Form der Zugehörigkeit. Schön. Und ich glaube, der Grund und Boden Deutschlands gehört nicht der BRD und gehört nicht dem Königreich, der gehört dem Menschen, der darauf lebt. Allgemeinen Anspruch auf einen Boden zu stellen, ist für meines Erachtens nicht rechtens. Und wenn man sich das mal anschaut, ich bin hier geboren als Halbschwarzer, mein Vater kommt aus Kamerun, meine Mutter ist hier geboren, aber wem gehört schon was? Wem gehört auch dieser Körper? Ich gehe da ein bisschen weiter und ich glaube, jeder hat eine Anschrift, da wo er lebt, in Frieden zu leben. Und auch, ob das jetzt in dem Rechtsgebiet des KRDs ist, in dem ich jetzt mein Haus zum Beispiel stifte, und dann ist es auch der Grund und Boden nicht mehr in der BRD, oder ob es in der BRD ist, muss jeder für sich entscheiden. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Und ich habe da lange abgewogen und habe jetzt geschaut, dass ich immer mehr und mehr Richtung KRD verlagere. Was denkt ihr, wenn ihr ihn reden hört? Schreibt es uns in die Kommentare. Mit seinen Läden für vegane Ernährung, auch als Hotspots der Reichsbürger-Fans, kommt er bislang kaum weiter. Die Strategie der langsamen Landnahme durch das sogenannte Königreich überall in Deutschland, die stockt. Sie haben ja schon mal den Versuch gemacht, so Treffen aufzubauen. Ja, ja. Es ging schief, jetzt geht's wieder schief. Ja. Was heißt das? Welche Lehre ziehen Sie? Also es ist so, wir merken einfach, die Zeit ist nicht reif für dieses Gedankengut und es wird oft missverstanden und wir wollen uns auch niemanden aufdrängen oder missionieren. Deswegen werden wir uns jetzt erstmal wieder zurückziehen und im kleinen Kreis sowas weiterführen. Das heißt mal Freunde einladen und darüber reden oder mal irgendwo ins Königreich und dort so ein Treffen machen. Aber dass wir nochmal so eine Veranstaltung hier machen, so eine Unternehmung starten, werden wir erstmal nicht. Heißt, wie schnell könnten Sie hier dann quasi gehen? Sobald wir etwas Neues gefunden haben, wo die Leute wohnen können, ohne Veranstaltung, ohne sämtliche sonstige Sachen, sondern einfach nur gemeinschaftlich wohnen. Eine Wohnung oder ein kleines Haus mit Garten.
ja, in dem einfach nur friedlich gewohnt wird, ohne irgendwas anderes, das strebt uns jetzt erstmal, das streben die meisten hier erstmal an. Und sobald es gefunden ist, werden wir uns sofort hier verziehen. Anstelle der Bundesrepublik will er eine Monarchie. Und trotz seines freundlichen Auftretens, der Verfassungsschutz sieht die Reichsbürgerszene als große Gefahr für die Demokratie. Wenn ihr mehr News aus Hessen wollt, lasst ein Abo da.